Wer kommt als nächster, Seifenstein? Majestät, ich habe einen Heroen. Einen der erfolgreichsten Sportler überhaupt. Hm? Den Skispringer und Flieger. Stefan Kraft. Das sind ganz spezielle Pinguine, die können fliegen. Puh. Puh. Ram. Husch. Jedes Mal, wenn wir in diese toten Augen blicken, haben wir ein bisschen weniger Kraft, Seifenstein. Kraft! Apropos. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ja. Und, hat er jetzt gerade Trainingseinheiten zu bewältigen? Heute Vormittag habe ich noch in der Kraftkammer geschuftet, ja. Schau. Genau. Sieht man gar nicht. Weil ich was anhab. Wattestäbchen gehoben. Was macht man da? Na, schon ein bisschen mehr wie mit dem Wattestäbchen. Also wir gehen schon dreimal in die Woche in die Kraftkammer. Ja? Und ich mache schon mit 100, 110 Kilo Kniebeugen. Wirklich? Also. Naja, wo ist kein Problem. Wirklich? Na, da nicht. Da lassen wir uns daheim. Die Hände haben wir... Da sollte man haben. Das ist eure Aufgabe. Das ist richtig. Also, geht schon. Kniebeuge. Na, servus. Na, servus. Seifenstein? Majestät. Wenn's mit der Karriere vorbei ist, Nussknacker. Was wissen wir denn über ihn, Seifenstein? Nun, Majestät, Herr Kraft ist ein absolutes Ausnahmetalent im Skisprung. Erst vergangene Saison gewann er bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften Gold sowohl auf der Normal- als auch auf der Großschanze. Und er stellte einen neuen Skiflug-Weltrekord auf. Bravo. Das wollen wir natürlich sehen, Seifenstein. Zeigen Sie her. Selbstverständlich, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Gas, Gas, Gas. Der ist noch höher. Der ist noch das höher. Ist wieder Weltrekord. Das ist Weltrekord. Das muss eine weitere Verbesserung des Weltrekords von Stefan Kraft jetzt gewesen sein. Das ist ein Wahnsinniger. Und der steht denn auch. Die Hände waren nicht im Schnee. Wie hoch ist die Weite? 253,5. Gratulation. Bravo. Bist Bravo. Du wahnsinnig. Bravo. ist ein Viertelkilometer. Ja, was denkt man sich da, wenn man da unterwegs ist? Viel. Hey, servus, ich hab nichts zum Essen einpacken. Ah, das dauert halt wieder. Hat die Mama was gekocht? Ha? Na, dass die Mama nichts gekocht hat, um das muss ich mir nicht sagen. Na, so wie er ausschaut, schon. Ja, ein schwerer Stein fliegt nicht. Also sicher muss man ein bisschen aufs Gewicht schauen, das ist ganz logisch. Ja, das haben wir uns immer gefragt. Warum heißen die österreichischen Skiflieger und Skispringer eigentlich Adler, wenn sie ausschauen wie Händeln? Das ist eine gute Frage, aber vielleicht ausschauen wie Händeln, aber fliegen wie Adler. Ja. Ja. Man denkt schon viel an so einen Flug. Also da habe ich mich immer gefragt, ich muss diesen Flug einfach stehen. Das ist, man bekommt nicht oft die Chance, Weltrekord zu fliegen. Da muss alles zusammenpassen und da habe ich mir nur gedacht, den ganzen Flug, ich muss den Sprung stehen, ich muss den stehen. Und das heißt, ihm war das schon während dem Fliegen bewusst, es wird weit. Ja, genau. Ob 150 Meter. Ab 100, 150 Meter weiß man, jetzt geht's richtig dahin und jetzt geht's über 250 Meter. Und wie ist er zum Skispringen überhaupt gekommen? Durch einen Freund von mir, der das schon vorher gemacht hat. Mhm. Und ich
komme aus Schwarzach und da gibt es eine Sprungschanze, dann war das naheliegend. Und ich war davor Skifahrer und das war mir dann ein bisschen zu langweilig und dann habe ich das ein bisschen mehr Risiko gebraucht. Apropos, das ist ja nicht ungefährlich. Ja. Ist jemand, der springt, ja, so weit springt, mutig oder ist er einfach nur zu blöd, dass er weiß, was da passieren kann? Beides vielleicht. Ich glaube, es ist ein Mix. Ja. Er darf als Sportler keinen Alkohol trinken, gell? Auf keinen Fall. Schade. Wir helfen ihm. Wir sind ja sein Kaiser. Zweifelstein? Majestät? Wir hatten das angefangen, diese Entwicklung des Weltrekords, weil 253 Meter, das wird ja nicht immer so gewesen sein. Majestät, es begann eigentlich relativ unspektakulär. 1868 hat ein Norweger 19,5 Meter gestanden. Das war sozusagen der erste Skisprungrekord. Es ging dann relativ zäh, denn bis in die 1950er Jahre waren die Spitzenwerte so zwischen 130 und 140 Metern. Und wo sind da die Grenzen? Was glaubt ihr als Experte? Im Moment ist doch, glaube ich, jetzt an die Grenze da mit 253, 54, weil die Schanzen einfach nicht mehr hergeben. Da wird es dann schon flach, da ist man dann schon da unten und da kommt mir mein leichtes Gewicht oder meine kleine Körpergröße entgegen, weil ich habe natürlich viel weniger Druck da unten, als wie ich wäre jetzt an 1,90 Meter groß und hätte... Ja, aber so klein ist er nicht, schaut er sich her zu uns. Er ist ja fast so groß wie wir, er ist ein Riese. Ein Riese. Das heißt, es hapert dann an der Schanze. Da muss man einfach eine größere Schanze bauen. Das wäre eine sehr gute Idee. Das ist korrekt, Majestät. Ja? Man könnte aber allerdings auch eine Schanze bauen, wo der Luftwiderstand und die Gravitation wesentlich geringer sind. Rufbildstelle? Aha. Ja, und mit der Faust hat er dann den Baumgarten einen auf die Pfeife. aber nicht vergessen, Sauerstoff mitnehmen auf dem Sprung, weil sonst bleibt Gehirnschäden wie beim Baumgarten. Das ist ein sehr guter Einwand, Euer Majestät. Sehr guter Einwand. Wie schaut denn sein Training aus, Heifenstein? Majestät, da hätten wir einen kurzen Ausschnitt, Hofbildstelle. Aha, und Sprung und da. Und dann speibt er. Der Trainer, ja. Ah, deswegen hat der da hinten ein Speibsackerl da hinten. Und was machen Sie dann? Dirty Dancing? Oder was? Ja, hat Ähnlichkeiten mit Dirty Dancing. Wie lange hält der einem dann? Also das ist ja doch eine Stelle, wo man sagt, naja, wenn ja, der daneben greift, dann ist das unangenehm. Ja, das muss gut. Oder ist es dann die Belohnung vom Trainer? Wenn man es gut gemacht hat, dann greift man. Nein, das wird daheim gemacht. Er sagt, daheim gemacht und wir hören, allein gemacht. Kein Kommentar. Ja. Und da weiß er auch gleich am Anfang, da muss ich stehen, das muss ich stehen. Auch wenn es grauslich ist. Ha? Ja, was soll ich da jetzt sagen? Jetzt haben sie mich. Ja? Er ist geschminkt und wird trotzdem rot. Ja. Da hilft keine Schminke. Ja, schaut, dass er keinen Alkohol trinkt. Aber er ist trotzdem sehr, sehr mutig. Selbstverständlich muss man ja Nerven aus Stahl haben, wenn man sich da runterlässt. Das denke ich auch, Majestät. Immerhin muss er seine ganzen Kräfte, seine Konzentration und seinen Mut auf 15 Sekunden komprimieren. Ja. Haben wir vielleicht etwas am Hof, wo wir das auch nachstellen könnten, diese Erfahrung? Eine derartige nervliche Anspannung? Ja. Wenn Majestät darauf besteht?
Biedermeier! Aha. Was ist jetzt das, Affenstein? Und es ist ein relativ einfacher Test, um die Nervenstärke eines Menschen zu testen, Majestät. Die Testperson muss ihre Hand einfach nur auf den Holzblock legen. Aha, und jetzt? Und dann lässt man das Messer einfach zwischen den Fingern tanzen. Läuft dann? Das probieren wir zwei jetzt auch aus, okay? Ha? Ist okay. Okay. Bitte, Majestät, das Messer? Das ist doch kein Messer, Seifenstein. Das ist ein Messer. Schafft? Aber er braucht keine Angst, wir sind sehr geschickt. Majestät, vielleicht nehmen Majestät doch lieber mein Messer. Aha, ja, bitte, wenn er meint. Also, Kraft, Das ist mir jetzt gar nicht so, finde ich nicht so schlimm, weil ich brauche keine Finger zum Skispringen. Das beantwortet unsere Frage von vorhin, ob man mutig oder ein bisschen deppert sein muss. Weltmeister, ne? Gut, dann schauen wir, dass das bleibt, was ist die Hand, gell? Und? Seifenstein? Majestät, sollten wir vielleicht ein paar Schutzmaßnahmen ergreifen? Wieso? Nun ja, Majestät, darf ich erinnern, dieser Teppich war nicht immer rot. Na bitte, wenn's glauben. Augenweide, vorwärts! So. Majestät, wenn ich noch mal erinnern darf, es geht eigentlich darum, den Probanden möglichst nicht zu treffen. Ja, wir werden nicht einmal hinschauen. Also, los geht's! Schlägerbitch! Und jetzt machen wir es richtig. Nein, wir machen es doch nicht richtig, weil das wäre ein unfairer Vorteil gegenüber den anderen, wenn er da ein Loch hat, ja, wäre es ja wegen der Aerodynamik. Das stimmt, du würdest mich verdrehen, ja. Also, er hat bewiesen, dass er nervenstark ist. Er hat bewiesen, dass er ein echter Weltmeister ist. Wir danken für seinen Besuch. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein. Alles Gute. Stefan, danke.